bin ich ja froh, dass ich meine Stöckelschuhe heute Abend nicht angezogen habe. Also, das ist ja mein lieber Mann. Riesenapplaus nochmal für die Damen. Und ich darf Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, die Dame vorstellen, die das Ganze getroffen hat. Sie kommt aus München, ist heute Abend bei uns. Herzlich willkommen, hier ist Vita Sagione. Hallo. Ja. Tja, ist es uns gelungen, die Vita hierher zu bekommen? Ja. Das ist eine Sensation für mich. Hatte dieses Jahr schon das Vergnügen, mit ihr zwei, drei Mal zusammenzuarbeiten, war immer hochprofessionell, habe sie schätzen gelernt und deshalb habe ich sie auch nach Pirmasens geholt. Ja, perfekt, war geil gemacht, also super gut. Und ich will vielleicht zwei, drei Worte mit dir wechseln zu dem, was wir gerade hier gesehen haben. Du hast gesagt, deine Mode ist einfache Eleganz, die aber trotzdem aus der Menge hervorsticht. Ich denke, das ist gelungen und du orientierst dich daran auch so ein bisschen an dem, was man in den 20ern des letzten Jahrhunderts getragen hat. Warum gerade die 20er? Ja, weil es einfach ein super, super klassisches Zeitalter war und sehr, sehr weiblich und der Frau einfach sehr schmeichelnd. Und das habe ich einfach wieder ein bisschen moderner hervorgeholt. Alles, was wir gesehen haben, ist jeweils ein Unikat, ein Einzelstück. Wie lange sitzt man an sowas? Also je nach Modell, ich sage jetzt mal wirklich von Stück Papier und Stück Stoff bis zum fertigen Stück hier, etwa an die 20 Stunden Minimum pro Stück. Wie darf ich mir das vorstellen? Ist das so ein Thema, wo du denkst, ja, ich habe da eine Idee im Kopf oder kommen auch Leute zu dir und sagen, ich hätte das gern so und so? Wie läuft deine Arbeit ab? Das ist unterschiedlich. Also ich habe natürlich Kunden, die zu mir kommen und sagen, ich brauche das Traumkleid für den und den Ball. Und dann entwerfe ich natürlich das perfekte Teil für den perfekten Anlass. Aber ansonsten bei solchen Projekten bin ich da total frei und kann meine kranke Kreativität teilweise da auch einfach mit mir selber und verschiedenen Materialien ausleben. Das Entscheidende bei deinen Kleidern ist vielleicht eins, durch diese einfache Schlichtheit, nämlich doppelt betont, lassen sie sich in allen Situationen und an allen Orten, wir haben das jetzt in Kroatien, da war die Moni mit gewesen, die Tanja ist jetzt heute Abend leider nicht da, da haben wir ganz tolle Bilder mit deinen Kleidern in eine Villa gemacht oder in den Felsen oder egal wo es fotografiert, es passt immer durch diese Einfachheit. Und das ist die Stärke von deiner Mode, sie ist tragbar, sie ist nicht abgehoben und sie kommt unglaublich gut an, egal wo ich bin. Wir haben schon zusammen große Workshops gemacht und überall hat es geknallt, weil die Leute begeistert waren. Immer war alles ausgebucht und das ist perfekt einfach. Ja. Und man muss ja sagen, auch der ein oder andere Promi hat schon mal angeklopft, ne? Ja, ich habe mitunter auch zum Beispiel für Patricia Blanco ein Kleid für eine Modenschau auf Mars gefertigt, mitunter habe auch mit anderen großen Projektpartnern gearbeitet, vor kurzem jetzt auch zum Beispiel mit BMW zusammengearbeitet. Ja. Und das, was wir hier gesehen haben, ist sicherlich auch tragbar bei einer schönen Abendveranstaltung, als Cocktailkleid vielleicht auch, meine Damen, wenn Sie noch nichts haben im Kleiderschrank für Ihren Silvesterball, dann geben Sie doch Ihrem Partner mal so mit dem Ellbogen einen Knuff in die Rippen. Na, Weihnachten ist ja nächste Woche schon, vielleicht findet sich ja noch das ein. Also das ist alles kaufbar. Natürlich, alles natürlich. Kaufbar. Das ist alles käuflich zu erwerben hier heute Abend. Und das ist meine letzte Frage auch, wenn man das heute Abend nicht käuflich erwerben möchte, weil man die Männer haben natürlich das Portemonnaie zu Hause vergessen, wo kann man vielleicht mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, das hat mir gut gefallen? Man findet auch, entweder man spricht mich natürlich persönlich an, man findet aber auch oben in den Ausstellungsräumen Informationen, Flyer, wie auch Visitenkarten, wo man mich gerne anrufen darf oder auch einfach eine E-Mail schicken. Zu den Ausstellungsräumen vielleicht ganz kurz, weil du das jetzt angesprochen hast. Nach der Veranstaltung mache ich oben noch ein Live-Shooting, das heißt eine Etage höher. Und dort stellen auch die ganzen Designergeschäfte nochmal aus. Also da sind Sie herzlich eingeladen. Aber bitte erst nach der Veranstaltung, sonst kriegt man es nicht in den Griff. Ja. Und da freue ich mich sehr, Sie zu sehen. Und da sind wir mal wieder, alle sind oben. Und es ist perfekt, da können Sie die Leute auch nochmal direkt ansprechen. Sie stehen Rede und Antwort. Wir wollen einfach transparent sein, deshalb sind wir hier. Und auch das eine oder andere Model wird da sein. Genau. Und die Männer nehmen bitte ihre Scheckkarte mit. Das muss die Mastercard Gold ist die goldene Mastercard. Ja, ist genau. Gesehen, ja. Peter, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg und noch einen schönen Abend hier bei uns in Pirmasens. An die Mädels nochmal ganz herzlichen Dank. Wir sehen euch natürlich noch ein paar Mal. Das ist euer Applaus hier aus Pirmasens.
Und das ist ja das Schöne an dieser Veranstaltung, meine Damen und Herren. Wir haben ja internationale, kann man schon sagen, Harald, internationale Designer mit etablierten Modehäusern aus Pirmasens heute Abend zusammengetan. Man kann sagen, im Prinzip ja, haben Mailand, New York, Paris, die haben so langsam hier...